das Wind Bäume, die dieses Jahr nicht überlebt haben. Ihr Tod hinterlässt eine Lücke, die schmerzt und uns mit Trauer erfüllt. Journalisten beobachteten im Nationalpark Harz ein, und ich zitiere, nie gekanntes Baumsterben. Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg sind in den Wäldern rund um den Brocken derart massiv die Fichten zugrunde gegangen. Ein Journalist schreibt, es sieht an einigen Stellen traurig aus. Anstatt durch grünen, kräftigen Wald laufen Wanderer zwischen abgestorbenen Bäumen und sind über den Zustand des Waldes im Harz erschrocken. Einwohnerinnen und Einwohner Hannovers, höret unsere Bitte. Trauert mit uns um die toten Bäume, lasst uns aufhören, Bäume zu vernichten.